Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Apple Mission 1. Hallo zusammen. Wir machen heute 5 bis 10 Fakten, wir wissen es noch nicht ganz genau, es soll ja spannend bleiben, über Apple. Also, fangen wir mal an. Apple ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Der Hauptsitz liegt in Kalifornien, Cupertino, in den Vereinigten Staaten. Der Gründer ist Steve Jobs mit Steve Wozniak. Ein weiterer Investor ist ein... Ron Wayne, genau. Dann kommen wir zu dem Logo, wie es zu dem Logo kam. Das Logo hat Steve Jobs ausgesucht. Das ist aber nur eine Spekulation. Weil ein britischer U-Boot-Kommandeur hat im Zweiten Weltkrieg Nachrichten von den Alliierten entschlüsselt und wurde später vergiftet durch einen Apfel, in den er hineingebissen hat. Und das war sehr ausschlaggebend, was er im Zweiten Weltkrieg geleistet hat. Und deswegen hat Steve Jobs wohl dieses Logo ausgesucht. Ja, also Apple hat auch sehr viele Tochterunternehmen, unter anderem Beats, Electronics, Apple Store und ja, noch viele weitere. Aber die sind jetzt echt recht unbekannt. Aber wahrscheinlich kennen ein paar Leute die noch. Also der Apple hat einen Umsatz im letzten, glaube ich, 3 Jahren war das, von 2015 bis 2016, einen Umsatz von rund 51,2 Milliarden Euro. Und haben rund 74,5 Millionen Apple iPhones verkauft. Genau, dann kommen wir zum iPhone. Es sind derzeit 13 iPhones auf dem Markt seit 2007. Ein weiterer Punkt zum iPhone. Das allererste Smartphone mit Multitouch, also was wir heute kennen als Smartphone, kam von Apple, das iPhone 2G 2007. Unglaublich. Ja. Gerade mal 9 Jahre her. Und schon so eine krasse Leistung, also. Ja, also iPads in der Größe von Plakaten, schick. Ja, dann kommen wir gerade zum iPad. Ja. Es gab schon bevor Apple das iPad, das uns heute so bekannt ist, herausbrachte, von LG ein iPad. Das war aber nicht sehr erfolgreich. Definitiv, das ging den Bach runter, sagen wir so. Genau. Ja, also... Was war denn noch so Interessantes? Also gut, iPad Mini, was soll ich da sagen? Mini, kompakt, super. Genau. Ja. Also für unterwegs, wenn wir Tasche rein, Auf weg. Dann so zum iPhone SE jetzt. Das ist ja eine neue iPhone-Reihe zum Beispiel. Genau, das wurde ja an einer Keynote preisgegeben. Ne? Jedes Jahr. Seit 2007 bringt Apple jeden September in einer Keynote ein neues iPhone raus. Ausschließlich diesem Jahr, im März, kam schon die erste Keynote dieses Jahres. Genau, die neue Keynote im März, wo das iPhone SE released wurde. Vorgestellt wurde. Ja, mit dem neuen iPad Pro 9,7 Zoll und den neuen Apple Watch Bändern. Da könnten wir uns auch mal noch eins für die Apple Watch zulegen. Definitiv. Ja, gut. Das war's dann eigentlich auch schon. Venedig. Genau. Wir müssen unsere Videos leider pausieren für die nächsten 2-3 Wochen. Also bis dahin. Bye.